Hey Leute, herzlich willkommen auf dem Clan-Channel, ich bin's hier, Elias. Und heute habe ich einfach mal ein Special auf meinem Channel, und zwar das allerbeste Video, das ich hier auf meinem Channel hatte. Und zwar kaufe ich mir jetzt heute in diesem Video das teuerste Apartment, das es in GTA 5 online gibt. Und ja, hier seht ihr meine drei Kumpels, die mit mir das Haus schauen. Ich habe es also jetzt noch nicht gekauft, ihr seht jetzt gleich, wie ich es kaufe. Was ich noch sagen muss, das Video ist kein Live-Video, also ich kommentiere das jetzt nach, deswegen kann es später ein bisschen dauern, dass ich einfach nur leise bin oder so, weil ich kann ja nicht die ganze Zeit dazu reden. Ich versuche jetzt auf jeden Fall durchzureden, also das ganze Zeit kommentieren, was ich da jetzt mache und so und wie das alles so geil aussieht und so. Ihr seht jetzt hier, ich kann rein, ich habe es gerade gekauft, das teuerste, man kann mehrere Apartments in dem Haus hier kaufen, ich habe jetzt eben das teuerste für 400.000 gekauft. Ich habe das Geld ganz einfach bekommen und zwar habe ich gespart. Man konnte da so eine Mission machen, die dauert immer 3 Minuten und in 3 Minuten kann man dann 9.000 Dollar verdienen. Und wenn man die dann eben ganz ausmacht, dann verdient man eben ziemlich viel Geld. Wenn ihr ein Tutorial wollt, wie das alles aussieht, wie man die Mission dann eben macht und wie die heißt und so, damit ihr auch so schnell Geld verdienen könnt und euch das Haus dann auch kaufen könnt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und ja, wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt, dann schreibt bitte auch noch in die Kommentare, wie ihr das Haus findet. Mich würde eure Meinung sehr interessieren. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall auch noch über 10 Likes freuen. Das wäre auf jeden Fall auch ziemlich cool von euch, wenn das Video 10 Likes erreichen würde. Aber ich denke schon, dass das ein bisschen mehr Likes erreichen würde, wird, weil, wie schon gesagt, das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Ich denke auch, ich bin der erste deutsche YouTuber, der das Video eben hochlädt, wenn man das neue Haus sieht. Ihr seht jetzt hier, ich lasse meine Freunde rein, die haben jetzt eben geklingelt. Und dann kann man die jetzt eben reinlassen. Sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool aus. Und ja, ich will auch gleich meine Freunde noch grüßen, und zwar wird da Aku Mars dabei. Kenan heißt der und TG Storm heißt Marco und noch Iron Crazy, der heißt Tore. Und ja, ihr werdet das Video bestimmt aussehen und jetzt wisst ihr, ich habe euch gegrüßt, das wollten sie nämlich unbedingt, dass ich ihr namentlich in einem Video erwähne. Und ja, ich lasse jetzt eben noch meine zwei anderen Kumpels rein. Mich würde übrigens auch noch eure Meinung zu meinem Charakter interessieren, wie ihr findet, dass, wie sie aussieht und so. Also ich finde, ich habe sie auf jeden Fall ziemlich cool hinbekommen. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr sie findet. In dem Video werdet ihr jetzt auch sehen, wie auch die Garage aussieht, also ich werde euch alles ganz langsam zeigen und so. Und ich werde euch am Ende auch noch zeigen, des Videos, am Ende des Videos, wie man den Fernseher benutzt und was man mit dem Fernseher alles machen kann. Hier seht ihr jetzt in meinem Computerraum oder was auch immer das ist, der Chilling-Raum, denke ich mal. Hier richtig viele Platten, geile Gitarren und so, E-Gitarren. Auch ein Laptop, an die Laptops kann man ja auch gehen. Ich glaube, ich habe in dem Haus, hier habe ich ungefähr 5 Laptops oder so. Ist auf jeden Fall auch richtig krass. Und ja, ihr seht, ich gehe jetzt in den Hauptwohnbereich. Hier gleich mal eine Bon, auch habe ich gleich auch mal geraucht dran. Ist auf jeden Fall auch ziemlich krass. Gibt es auch natürlich im Story-Modus, aber im Multiplayer mit Freunden, das ist dann nochmal doppelt so viel Spaß, wenn man dann sieht, wie sie dumm rumlaufen, wenn sie so bekifft sind. Ihr seht jetzt hier, ich rauche hier kurz dran. Und es ist einfach richtig krass in dem Haus hier. Es macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß, mit seinen Freunden hier drin zu gammeln. Also wenn ihr genug Geld habt, kauft euch auf jeden Fall das da. Ihr könnt euch ja als erstes auch mal was Kleines kaufen, aber ich denke mal, solche kleinen Crackhütten will keiner haben. Deshalb spart einfach für die 400.000 und dann kauft euch das Haus hier. Die haben jetzt auch gleich Fotos gemacht, die kann man ja dann auf Social Club runterladen, die Fotos, also am PC. Und dann irgendwo hochladen auf Facebook oder sowas. Und ja, das haben sie halt gesagt, dass sie das machen, deswegen haben sie jetzt gleich Fotos gemacht. Und ja, das ist einfach extrem krass. Hier eben der Fernseher, jetzt zeige ich am Ende, was man damit alles machen kann, weil das ist auch ziemlich krass. Und ja, da könnt ihr einfach mal abwarten und ihr seht es dann nachher am Ende des Videos, weil ich habe das erst später gemacht, weil es uns erst später aufgefallen, dass man das machen kann mit dem Fernseher. Hier seht ihr jetzt gerade, wie ich aus dem Fenster schaue mit dem Teil. Ich habe keine Ahnung, wie das Teil da heißt. Fällt der Name gerade nicht ein. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ich die Spieler draußen noch sehen kann, weil das weiß ich eben nicht, aber ich denke mal schon. Hier gibt es ein Radio, kann man eben Radio hören. Das läuft dann die ganze Zeit. Man kann den Sender auswählen. Und das ist auf jeden Fall auch ziemlich krass, dass man das dann im ganzen Haus hört und so. Hier kann man Saft trinken, kann man auch im Story-Modus machen. Und ja, es ist auf jeden Fall... Ich freue mich einfach gerade so übelst, weil es einfach so cool ist, das Haus hier zu haben. Weil es einfach so cool aussieht auch. Und ja, eben die Küche hier kann man nicht lang. Ich habe gedacht, das ist ein Fond oder so, aber was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht. Hier ziemlich viele Weine. Ja, es war auf jeden Fall auch der Preis wert, die ganzen Weine hier. 400.000 ist schon eine Menge Geld. Und ja, ihr seht, sie machen immer noch Fotos. Ich wollte mich hier jetzt auch kurz betrinken, aber es ging irgendwie nicht, weil er da eben stand. Und er ist dann zwar auch weggegangen, aber es hat dann trotzdem irgendwie gewagt, keine Ahnung. Und ja, ich glaube, jetzt gehe ich eine Etage weiter runter. Also mein Haus hat natürlich zwei Etagen. Muss natürlich auch sein für 400.000. Und ja, da unten findet ihr jetzt eben den Kleiderschrank, die Dusche und das Bett. Was auch richtig geil ist bei der Dusche, das zeige ich euch nachher. Und das hat mich eben auch richtig gefreut. Hier habe ich gedacht, man kann hier durch, aber es ist leider nur ein Aufzug.
Und ja, hier seht ihr das Schlafzimmer von dem Haus. Ist auf jeden Fall auch ziemlich krass. Ist auf jeden Fall richtig gut designt, finde ich. Hier seht ihr jetzt das Kleiderschrank, den Kleiderschrank. Hier wollte ich mich jetzt eigentlich nackt ausziehen. Ich wollte gucken, ob das geht, aber habe ich dann jetzt eben nicht gemacht. Ich habe mich ja scheiße umgezogen. Ich habe jetzt noch einen Pullover angezogen und wollte mir eigentlich, wie schon gesagt, nackt machen. Aber dann hatte ich so einen scheiß Mini-Rock, wie ihr den jetzt anzieht. Ist kein Rock, sondern eine kurze Hose eben. Naja, man kann aber auf jeden Fall im Kleiderschrank auch ziemlich viele Sachen machen, die man normalerweise nicht machen kann. Zum Beispiel Schweißbänder anziehen und die ganze Scheiße. Man kann einfach richtig krass, man kann Ohrringe anziehen, man kann hier alles machen. Geht eben nur in dem Haus, denke ich. Ob es in billigeren Häusern geht, weiß ich nicht. Hier kommen wir jetzt eben ins Bad. Hier gibt es die Dusche. Und jetzt das Special an der Dusche. Wenn man sie anmacht, kann man eben im Spielzeit singen. Und dann bekommt man Erfahrungspunkte. Das seht ihr jetzt links oben, wird das jetzt beschrieben. Und unten rechts sieht ihr es auch nochmal. Hier ist man auch nicht komplett nackt. Ihr seht ja, ein BH hat sie an und also ein BH kann man das eigentlich nicht, ein Bikini eher. Und unten sieht ihr dann eben die Leiste, wie man singt und so. Und ich konnte jetzt leider nicht singen, weil ich nicht im Spielzeit war, sondern in der Party mit eben meinen Freunden, die ich vorhin genannt habe. Und ja, es ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Vielleicht mache ich da auch nochmal extra Video. Und meine Abonnenten wissen jetzt wissen ja übrigens, dass ich jetzt meinen PC bald bekomme. Und wenn ich dann einen PC habe, mache ich auf jeden Fall mal einen Livestream. Und dann zeige ich das vielleicht auch einfach mal im Livestream, wie man das hier mit der Dusche macht. Hier seht ihr, jetzt kamen meine Freunde rein, weil die wollten jetzt auch mal duschen. Ich wollte dann eben mein Handy rausholen und dann ein Foto machen. Aber die konnten leider nicht duschen, also nur der Besitzer von dem Haus kann leider duschen. Aber dann ist eigentlich auch nicht so schlimm. Ich glaube, jetzt gehe ich wieder hoch in die Wohnung. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, es ist auf jeden Fall... ich bin richtig happy, dass ich das jetzt eben gekauft habe. Und ich habe dafür auch richtig viel gesuchtet, um das ganze Geld zu bekommen. Und ja, ich glaube, ich gehe jetzt in die Garage rein, um es euch alles auch noch zu zeigen, weil ich weiß es ja eben nicht, weil es eben kein Live-Kommentar ist. Aber ja doch, ich gehe jetzt in die Garage und da wird eben auch alles erklärt, was man wissen muss zur Garage. Und da muss man zum Beispiel haben, der repariert dann die Autos, der kostet 50 Dollar am Tag, genau. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich krass, dass die Autos dann da automatisch repariert werden. Und vielleicht kommt noch Tune, das weiß ich jetzt noch nicht, habe ich noch nicht ausprobiert, aber es ist ja auf jeden Fall auch ziemlich cool, wenn man tunen könnte. Ich glaube, es ist auch die größte Garage, die es im Spiel gibt. Und ja, am Ende seht ihr dann eben noch den Fernseher, was man damit alles machen kann. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich witzig. Und ich bin wieder weg. Ich würde mich, wie schon gesagt, über eine Bewertung ziemlich freuen, wenn ihr das Video bewerten könntet. Und schaut mal die anderen Videos von mir an. Ich habe ziemlich viele Tutorials hochgeladen, wie man zum Beispiel Geld verschicken kann und alles. Und ja, das war's wieder von mir. Ich bin wieder weg. Ciao, haut rein.